Wir befinden uns in Leinsalle in der Wolf-Hirt-Straße und hier war ein Wohnungsbrand, sprich ein Brand vom Einfamilienhaus. Die Lage beim Eintreffen war, dass im ersten Obergeschoss Flamme hinter zum Fenster rausgeschlagen sind und die Bewohner unten vor der Garage gestanden sind. Ja, wir haben gleichzeitig, weil das ja ein Wohnungsbrand ist, ist es ja bei uns ein Brand 6, da werden gleich automatisch die Feuerwehren aus Iginger und Schwäbisch Gmünd mitalarmiert und die Führungsgruppe der Verwaltungsgemeinschaft Leintal-Friegerhofer Höhe. Man hat viele Abendschutzgeräte reingebraucht, weil das dann relativ schnell der Brand sich ausbreitet hat. Die Personen, die am Anfang gemeldet waren, dass sie eventuell im Haus sind, waren schon draußen. Deswegen haben wir uns dann auf Regelstellung zu den Nachbarbeuten konzentriert und das Ablöschen von außen und von innen, soweit es dann möglich war. Ja gut, das sind nur Nachlöscharbeiter gerade im Gange, nachdem es jetzt noch leicht aus dem Dach qualmt und noch ein bisschen Temperaturen da sind. Das wird vielleicht noch so eine Stunde gegangen. Und dann waren wir aber sicherlich eine Nachtwache, um das die Nacht über zu kontrollieren. Richtung Drehleute von der Feuerwehr. Ja, genau, ich habe heute gerade was da, weil wir haben ja.